Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und das freut mich ganz besonders, wieder Adi-Runde und dann das Objekt 261 Zehner Adi der russischen Fraktion. Wunderbar, schöner Adi. Hier auf El Aluf in einem 10er, 9er Battle 4, 10er, 11, 9er. Wieder das Matchmaking, klasse. Ja, und hier haben wir den Mr. C to the U aus dem Clan Vader. Und dann ist er hier zusammen im Zug mit seinem Clan-Kameraden den Coinst-Produkt geschrieben mit dem T100 LT 10er 9er Battle. Wir haben 4 10er 11 9er. Wieder was für ein Matchmaking. 11 9er. Ja, und darunter haben wir 3 Heavys, 4 mittlere Panzer, 3 TDs, 2 Lights und 3 Arti. So, schon mal auf den SDAV. Jawohl, 360 erstmal als Geschenk von oben. Bitteschön. Munitionsverteilung 9x Standard, nein, 10x normale HE. Die Standard HE mit 900er Damage, 45 Durchschlag und 10 Meter Wirkbereich. Und dann haben wir 10x Premium HE mit 11 Meter Wirkbereich. So, einzielen. Da gab es schon mal den ersten Schuss drauf. Schuss ist raus, der ging auch rein und zack, raus damit. Jawohl. Ja, den Kill hat natürlich Werners gemacht, aber es macht nichts, ne? Hauptsache den Damage und Stand-Schaden dazu. 1-2 steht es. Ja, 50 km/h fährt die Karre vorwärts, die Art, die wenn sie mal fährt. 12 rückwärts. Dann 3 Grad geht die Kanone nach unten, falls mal ein Gegner kommt, dass man auch ein bisschen die Kanone runterhalten kann. Hier die Dreiergruppe, aber da trifft er den Convey. Stimmt das überhaupt? Ne, den Conqueror. Conqueror, nicht Convey, Conqueror. Da habe ich mich schon wieder vertan. Diese Dreiergruppe. Reloadzeit 24:71. Komme ich jetzt auf Convey? Oh, ist der Jagdpanzer. Conqueror ist der Heavy. Jawohl. Und dann nochmal 407 ins Heck rein. Ja, die britischen Panzer, die können gar keine Arti ab. 3:3 steht es. Bis jetzt 1222 Damage, 1724 Stand-Schaden. Außerdem, wir noch nicht gesehen haben. 3:4 steht es. Ja, sorry, dass ich mich hier wieder verquasselt habe. Bummaster. 4:4 steht es. T55A. Jawohl, 184, ein bisschen angeknabbert. Ja, 5 Grad geht die Kanone, also dieser Richtwert der Kanone links und rechts. Dann geht man aus dem Zielbereich wieder raus. Na, nicht so wie bei der amerikanischen Art, die da 30 Grad, nein, 5. So, jetzt die Zweiergruppe AMX 50-120 und 50-120. Zweimal 50-120, bin ich ja doof. Ja, da zähle ich auf, das sind es zwei. So. Ja, er hat nur angekratzt. 138 und 21. Bisschen Stand-Schaden. So, dann haben wir den Foch. Fosch. Oder Foch, wie man will. Der verfolgt hier den EBR. Auch sehr witzig. Das ist der den EBR. Und er hat Erfolg. Er hat Erfolg. Der Fosch verfolgt den EBR und nimmt ihn raus. Sehr interessant. So, Skoda T50. Einzielen. Zeigt an, wo er hinschießt. Ah, nix. Abwarten. In der Zwischenzeit können wir nochmal sagen, kleines B-Kit, kleines Red-Kit und Ration. Verbesserte Ration für die russische Crew. So, das T50. Nicht 150, T50. Ich um einen verquasseln immer. Nee, da kommt er nicht drauf. So. T110 E5 macht das. Leopard PTA. Nee, da kommt er nicht hin. Da ist die Ruine im Weg. Und jetzt schießt er. Jawohl, da trifft er die Leopard PTA. Und kriegt noch Stand-Schaden. 10:7 steht es. Ja, gibt es noch was zu sagen dazu? Einziehzeit. Ja.
haben wir 4,3 Sekunden. Sichtweite 300 Meter. Ist auch für die Art nicht so wichtig. Kann man ja immerhin noch ja, Tarnnetz drauf machen. Aber er macht hier Ration. Okay. Wenn schon dicke, dann richtig dicke. Reloadzeit geht ja so weit. Noch mal einen kleinen Blindschuss hin. Mission können wir noch mal gucken. Das ist Selbstfahrer fährt der 15 Kriegsgötter in Richtung T55A. Ne? Deswegen spielt er auch Arti, weil um die Mission zu erfüllen. Teil der Mission hat er schon erfüllt. Und noch mal blind rein. Ja, jetzt wird es ein bisschen zäh. So, da ist der Fosch. Fosch, Foch, kann man ja sagen, wie man will. Ja. Schon mal 91 weg. Und durchgeladen. Ja, schade. Schade. Der war nicht voll getroffen. So, dann haben wir noch den STRV 103D oder 0. Ich gucke, 0. 0 heißt der. Ja, ich habe nicht alle Panzer auf dem Kopf, ne? Ja, was haben wir denn da? FV 3805, die Badget 155, die 9er, der Franzosen als Gegner. Ist nicht so pralle. So, 10 Sekunden, bleibt mal schön da stehen. Bleibt mal schön da stehen. Ja, 4, 3. Oh, Kette gezogen. Und jetzt. Volltreffer. Komm, komm, komm. Volles Brett. Ah, schade. Da geht die Granate drüber weg. So, wir haben gesehen, dass die gegnerische Art, die T92 HMC, auf der Flucht auch schon angekratzt. Und da geht sie raus. Nur noch die FV 3805. Und die Badget Arti. Da ist die Badget Arti. Ja, und Blattschuss. Weg damit. Wurde von der Arti klar gemacht, von der anderen. 12 zu 10. So, da ist der Frosch. Komm mal her, komm mal da zurück. Komm, 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 komm. Noch ein Stück, noch ein Stück. Komm, du Feigling. So, schon mal Stenchan drauf. Na komm. Tut nicht weh. Na komm. Der Feige. Ah, bringt nichts. So. STAV. Ja, bleib schön. Ja, ja. Nicht in das Gebäude fahren. Und dann... Ich glaube nicht, dass er... Oh, der ging rein. Der ging rein. So, 12 zu 11. So, jetzt verlegt er sich doch ein bisschen. Ja, sein Zugpartner ist ja schon lange, lange raus. Habe ich natürlich nicht beachtet, weil ich... hier auf ihn geachtet habe. Ja, der Clan Vader ist angelehnt an Star Wars, auch wenn ich am Anfang was anderes gedacht habe, ne? Weil der gute Mr. C2VU ist Fan von Star Wars. Auf seinem Twitch-Kanal kann man auch sehen, wie er da dieses, ich weiß nicht, wie der heißt, aber da sieht man ebenfalls, wie er da so ein riesiges Modell des Raumschiffes baut. Ne? Ich weiß nicht, ich bin kein Star Wars-Fan. Mensch, jetzt ist mir entfallen, ich habe vorhin extra geguckt, wie das Teil heißt, aber alle Star Wars-Fans wissen, welches Raumschiff das ist. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben.
Ja, du doof. Du, dich nicht auskennst in Star Wars. Ja, wie als Kind habe ich Star Wars mal geguckt. Star Wars. Aber jetzt in letzter Zeit gar nicht eigentlich. Jo, schönes Brett an die FV geschickt. Ey, Leute. Was ist denn los mit mir schon wieder? Sprachfehler pur hier. So, 14 zu 11. Wir sind bei 3001 Stand-Schaden. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. So, durchgeladen. Und jetzt wird die Kanone eingesetzt wie ein TD. Und Bingo! Volles Brett in den Hintern rein. Und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, und bevor wir bei der Auswertung sind hier, ich habe nochmal schnell nachgeguckt, wie das Raumschiff heißt da bei Star Wars. Ich habe es vergessen. Und zwar, das ist Falcon. Ja, und er baute das riesige Modell, was so gibt da von Playmobil da oder wie das Playtechnik, ich weiß es nicht, wie es genau heißt. Das baut er auf seinem Twitch-Kanal zusammen gerade, gibt es ein aktuelles Video und der Twitch-Kanal heißt genauso wie er, Mr. C2VU. Ja, und ja, jetzt kommen wir aber zur Auswertung. Und so wie es aussieht, hat er hier die Mission geschafft, ne? Selbstverfitte 15 Richtung T55A und da haben wir hier das Panzer, dann haben wir Schläger. 176.374 Credits, XP kommen wir später, 7 von den Anleihen, Unterstützermedaille. Dann gibt es Teamscore hier mal, 3.545 Damage, 2 Kills, 1.171 Basis XP. Sein Zugpartner, der Quinz-Produkt, hat nicht so viel Glück gehabt mit seinem T100 LT. Er hat nur 709 Damage, 0 Kills, 601 Basis XP. Macht auch nichts, kann auch mal vorkommen. Detaillierter Report, 15 Mal geschossen, 4 Mal getroffen, 1 Mal durchschlagen, 18 Mal Splash. Ja, dann dieser eine Hit in den Popo von dem STAV am Ende. Ja, da gibt es hier noch Stand-Schaden, haben wir hier noch 3434 Damage und Unterstützungsschaden 128. Das macht erstmal zu locker zusammen 7k kombinierter Schaden. Ja, Distanz ist da 1,5 Kilometer gefahren, dafür gab es 52.348 Credits, 90.000 Credits dazu, Missionserfolg. Abzüglich Munition und Ration bleibt ein Plus von 100.574 Credits. Wunderbar. Und das mit der Arti mit der 10er. Der hat Spielzeit fast 11 Minuten. Und dann die Basis XP mal 2 für den ersten Tagessieg. Dann Platoon Bonus 264 XP dazu. Macht 3.778 XP, meine Güte, immer meine Versprecher. Und dann 174 freie Erfahrung. Ja, das ist wahrscheinlich mein Markenzeichen, immer diese Verquasseler. Na, okay. Ja, wunderbare Runde, schönes Ding. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.